OGX Tech Force Evolution, Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Part, in welchem wir 11 Punkte sammeln müssen. 11 beschissene Punkte, das ist alles, was uns noch fehlt. Und ich würde mal fast behaupten, es sind gar nicht mal so viele Punkte. Und ich hoffe einfach, dass wir irgendwo noch ein paar Slifer Red Versager finden, die uns vielleicht rote Punkte oder so geben wollen. Ja, euch wollte ich noch besiegen, ihr seid die fucking Lehrer und sowas. Oh, die werden bestimmt keine Punkte rausdrücken, die sind geizig, das sehe ich denen schon an. Okay, die werden wir auf jeden Fall noch duellieren. Müssen wir mehr oder weniger noch machen. Ich meine, es sind neue Duellanten. Oh, da werden sonst noch hier irgendwo jemanden außer unseren besten Freund sterbende Framerate. Ich glaube aber nicht. Ich bin übrigens nach wie vor ziemlich erstaunt, wie schlecht dieses Spiel einfach optimiert wurde für die PS2. Dass es einfach in so einem Raum mit der Grafik laggy sein kann. Es ist eine Leistung. So wie Zane. Wurde bei denen, die das Spiel entwickelt haben, muss man sich auch die Frage stellen, ob sie das mit Absicht gemacht haben, um den Spieler zu sabotieren. Und ich sage, ja, haben sie. Sonst bekommt man das nicht so einfach hin. So, und hier gibt es absolut niemanden außer die beiden. Außer euch beiden. Wer bist du überhaupt? Ah, ich bin Yumi. Hallo, Yumi. Sehr erfreut. Kleines Duell um Jacks Medaillen gefällt. Das ist eine einmalige Gelegenheit. Oh, shit. Die Gelegenheit bekommen wir nie wieder. 4 klingt verlockend. Wie viel hat der Türsteher? Den haben wir ja auch noch gar nicht gekämpft, tatsächlich. Das heißt, hey, das können wir jetzt auch mal abschließen. Das ist der Typ, der immer dran stand, wenn man zu spät zur Schule gekommen ist. Und gegen den konnte man sich da duellieren, um dann noch in den Unterricht reinzukommen. Aber ja, das ist der Schultürsteher. Wie auch immer. Kämpfe gegen Yumi. Oh, Yumi. Das ist dein Plan. Ich überlege gerade, ob ich mir vorstellen könnte, was die beiden für ein Deck haben. Ehrlich gesagt, muss ich sagen. Erstmal, dein Bart sieht absurd aus. Leocide. Abgesehen davon, dass dein Name absolut absurd ist. Das möchte ich zum einen anmerken. Und zum anderen, ich glaube, ich habe absolut keine Ahnung. Handvernichtung, Siegesfeier. Okay, ich weiß, worauf Handvernichtung hinauslaufen wird. Aber Siegesfeier? Ein bisschen zu früh, sich so zu freuen, Leocide, würde ich mal sagen. Denn wir haben die Macht der Cyberdrachen und die sind ziemlich hinter euch her. Cyberdrachen. Das wird scheißgefährlich. Ich habe große Angst. Ich habe große Angst vor jedem Duell. Vor allem nach der Scheiße, die Zane beim letzten Mal abgezogen hat. Oh, ich weiß es nicht. Nein, ich möchte mal anmerken. Wenn ich jetzt verlieren werde, ist das übrigens nicht so schlimm. Ich kann eine Niederlage oder so einstecken. Aber warum spielst du den Cyberdrachen? Spiel bitte, dankeschön. Und jetzt die Lichttext. Dankeschön! So, ich kann generell eine Niederlage einstecken, aber wenn ich wieder verliere, weil Zane einfach mal eine komplett versagende KI hat, dann werde ich das übrigens nicht einsehen. Ich weigere mich. Boah, ich jetzt aktuell, wenn ich verliere, gar nicht einfach so zurück kann, weil ich nicht gespeichert habe. Shit. Oh, 2800 Lebenspunkte Schaden. Oh, wir haben schon über die Hälfte weg. Gute Arbeit, Zane, gute Arbeit. Und plötzlich war das Spiel nicht mehr absolut schrecklich. Wow, fallen lassen. Du lässt es fallen. Oh, natürlich, Handzerstörung und so hieß ja Deck. Ich sehe, woher der Name kommt. Ich spiel dich verdeckt, und dann... Ey, ich würde sagen, wenn es eine Sache gibt, die uns noch fehlt, dann wäre es ein Cyber-Enddrache und... Ah, shit, damit ich mit ihm fusionieren kann. Muss ich die auf dem Spielfeld haben, oder? Du kannst diese Karte erstellen von einem beliebigen Fusionsmaterialmonster-Karte verwenden. Du kannst bei dieser Fusion keine anderen Fusionsmaterialmonster ersetzen. Wie die Fusionsmaterialmonster inklusive dieser Karte ist die Mutter, um ein Fusionswort aus seinen sonstiger Spezialbeschwörung zu beschwören. Hä? Ich stehe ja nicht, dass sie auf dem Spielfeld sein müssen, aber müssen sie ganz offensichtlich, denn sonst könnte ich mir einen Cyber-Enddrachen jetzt machen. Oh, das ist eine relativ seltsame Situation. Aber okay, greif mir einfach an. Greif mir einfach an und wenn ich richtig liege, wenn das jetzt nicht irgendein ekliger Effekt ist, dann... Es ist ein ekliger Effekt. Shit! Dann hätten wir ganz genau gewonnen. Dann hätte ich noch genau 3800 Lebenspunkte Schaden zufügen können. Aber wisst ihr was? Das ist auch so vollkommen okay. Hol dir deine Zauberkarte. Gib mir den Zauber... Oh, ist der Top-Tick hier. Du treibst dich zu weit. Aber auch so sollte dieses Duell eigentlich relativ... Wisst ihr was? Ey, ich call es jetzt einfach. Ich lehne mich jetzt vielleicht weit aus dem Fenster, okay? Das kann ich nachvollziehen. Aber ich call einfach, dass es unter Umständen
nicht absolut. Oh, der Chaos Hexer ist so cool. Ich liebe den Chaos Hexer, das ist eine fantastische Karte, die ich sehr gerne gespielt habe. Er ist im Grunde wie der Shit, wie heißt der? Seine schwarzglänzende Ritter heißt er als richtige Karte. Nur eben nicht so ganz schwarzglänzender Ritter, so ein bisschen kleiner, aber mit dem gleichen Effekt im Großen und Ganzen so ziemlich. Und das fand ich immer ziemlich cool tatsächlich. War eine Karte, die ich sehr gerne gespielt habe. Wieso Buch des Mondes? Ich meine, ich weiß ja zu schätzen, dass ihr mit Ritualmonstern spielt. Das machen nicht viele. Und ihr werdet kaum glauben, was der Grund dafür ist. Aber der Grund, warum kaum jemand, der mit mit Ritualmonstern spielt. Bro. Das war nicht nett. Der Grund, warum kaum jemand mit Ritualmonstern zu der GX-Zeit spielt, ist, weil sie relativ scheiße sind. Wenn mich nicht komplett alles täuscht. Und ich glaube, mich täuscht nicht komplett alles. Denn das ist das erste Mal, glaube ich, dass wir in diesem ganzen Let's Play. Wobei, ist das erste Mal nicht allzu viel davor, haben wir irgendwelche Ritualmonster gesehen. Gott, die sind echt selten hier. Und hey, 358 DP. Und gleichzeitig 4 geschmeidige Punkte. Und wir haben gegen 2 Gegner gekämpft, die wir davor noch nicht kannten. Es sind 1A Fortschritte, wenn ihr mich fragt. Wir kommen gut voran. Das bedeutet, wir müssen jetzt noch ein paar letzte Gegner finden. Uns fehlen noch 7 Punkte. 7 verdammte Punkte. Die werden wir herbekommen, Leute. Oh mein Gott, wir sind so nah dran. Wir sind so verdammt nah dran. Wenn die Scheiße hinbekommen. Wir werden zu dem verdammten letzten Turnier kommen. Zum vorletzten Turnier. Danach kommt ja scheinbar noch ein Stück Spiel. Wie gesagt, da muss ich noch sehen, was da alles auf uns zukommt, um zu darüber nachzudenken, ob ich das machen will oder nicht. Aber jetzt erstmal schauen wir, ob wir hier in der Cafeteria noch ein paar Versager finden. Dante. Ja, Dante war der mit Feuer des Zorns. Er ist ja humorvoll. Fuck. Totales Reich. Wie viele Punkte würdet ihr denn geben? 2? Nö. Und du würdest 3. Oh, ich fordere doch keine Obelisk-Bluttyp mehr raus für 2 oder 3 Punkte. Das ist mir ein bisschen zu wenig. So, wo waren wir denn überall noch nicht? Blauer Mädchenschlafsaal. Ich meine, Zane war da wahrscheinlich nicht. Ich schon. Ich suche nach einem Ersatz für Zane. Ich habe mich da rumgetrieben. Du weißt genau, warum Zane. Oh, ich wollte gerade sagen, die 2 Obelisk-Blutmädchen wollen wir nicht herausfordern. Sind nicht auch fucking stark. 3 Medaillen. Das ist okay, Ray J. Und Marcel. Was hast du noch? 1. Okay, ist hier was? Ich weiß, wir machen den für 3. Wenn wir das haben, fehlen uns noch 4. Ich denke, wir werden auch wohl noch irgendwo jemanden auftreiben, der 4 Punkte verteilen will, oder? Oh shit, wir haben fast die 90 voll. Großer Gott. Es geht alles so schnell, so plötzlich, dass ich dafür bereit bin. Hey, Ray. Das ist der gleiche Stein, den ich auch genommen habe. Fick dich, ich bleib bei meinem Stein. Yeah. Der Stein bringt mich wieder mal zum Sieg. Tatsächlich verliere ich dieses Schere-Stein-Papier-Duell vor dem Duell so ungefähr zu 90% in dem Spiel aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß nicht, ich verliere da mal. Auf keinen Fall und schlagender Saturn. Lass den Saturn bitte aus dem Spiel. Lass ihn bitte aus dem Spiel. Er hat ein paar emotionale Probleme. Und deswegen, wenn man ihn zu viel ärgert, schlägt er manchmal um sich. Also das ist kein Grund, dass ihr euch drüber lustig machen solltet, okay? Ihr macht es nur noch schlimmer. Hört auf damit. Ich meine dich, Ray LP. Ich meine dich. Oh, das ist eine Hand. Das ist eine Hand mit vielen Monstern. 2 Karten aus Deck entfernt. Wundervoll. Ich bin übrigens nach wie vor ein großer Fan von den guten alten Adligen. Ist es der Adlige der Auslöschung? Adlige der Auslöschung. Fantastische Karte, ich finde. Ich meine, damit kann man ein verdecktes Monster einfach aus dem Spiel entfernen. Und wenn der Gegner noch mehr davon im Deck hat, werden die alle noch aus dem Spiel entfernt zusätzlich. Beziehungsweise alle Spieler generell werden, die noch mehrere davon haben, wenn die alle aufs Spiel entfernt. Und das ist ziemlich, ziemlich cool, wie ich finde. Ich bin ein großer Fan davon. Das war relativ uncool gelaufen, aber ist okay. Denn wir haben das legendäre Schnappstahl. Oh, eine bodenlose Fallgrube. Und ein schwarzes Loch. Oh, ich kann mich gar nicht entscheiden. Doch, ich kann mich entscheiden. Wir spielen Schnappstahl. Und dann holen wir uns ein Monster. Ah, oh, wenn es als Ergebnis als Kampf zerstört wird, kann ich keinen Lichtmonster mit 1500 Angriff oder weniger als Spezialbeschwörung beschwören.
Aber ich glaube, der Effekt bleibt beim Besitzer. Und wie auch immer, wir wollen ihn nicht den Kampf zerstören lassen, sondern wir wollen was anderes zerstören. Und damit meine ich, ich will nicht was zerstören, aber ich will Monster spielen. Nein! Eventuell ist es mir passiert, dass ich mich ein Stück weit mehr verklickt habe, als ich das eigentlich wollte. Kommen wir den wieder raus aus seiner Verteidigungsposition? Ja, wundervoll. Uff, das hätte unschön ausgehen können. Kopf. Zahl. Zahl. Okay. Ist okay. Wir hatten davor schon eine gute Quote. Oh nö. Der ist auf Saints Hunter. Ich will ihn auf meine Hand. Oh Gott. Shit, was ist die Karte, die da noch liegt? Was war denn das? Das war... Oh, lose Fallgrube. Okay, wisst ihr was? Ich mache mir keine Sorgen. Oh, das läuft... Oh, das tut mir jetzt leid für dich, was gleich passiert. Unangenehm. Das ist schon das dritte Monster, das wir aus dem Spiel entfernen von unserem Gegner. Wundervoll. Okay, komm gut voran. Ich spiele die Karte auf jeden Fall verdeckt. Dann... wisst ihr was? Ich spiele mechanischen Jäger. Dann MST kann wahrscheinlich auch nicht schaden. Und dann Begrenzerentferner aktiviere ich vielleicht dann, wenn ich zwei Monster auf dem Spielfeld habe. Dann könnte er relativ hilfreich werden, aber aktuell würde sich nicht wirklich lohnen. Ich würde sagen, 1850 Punkte Schaden sind okay. Kann man mitnehmen, kann man mitnehmen. Und unsere Gegner haben absolut nichts mehr auf dem Spielfeld, was natürlich auch noch eine bittersüße Situation ist. Das ist ziemlich gut tatsächlich. So, zerstöre sein Monster. Das Problem ist, ich habe das Gefühl, Zane wird, wenn er das Monster jetzt nicht mit dem Effekt zerstören wird, was er nicht machen wird, das Gefühl, er wird den begrenzten Entferner trotzdem spielen. Und das wäre ziemlich, ziemlich dumm. Oh, er holt Monster vom Friedhof wieder. Oh, oh, okay, wir kommen der Sache näher. Er spielt den begrenzten Entferner nicht! Oh, shit. Fucking Hane, Hane. Aber ist okay, Zane. Gute Arbeit, du hast den begrenzten Entferner nicht gespielt, du konntest widerstehen. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber du hast es geschafft. Verdammt gute Arbeit, mein Freund. Verdammt gute Arbeit. Ja, yeah, damit zieh die Scheiße aus seiner Wiederbelebung raus. Vorheriges Begräbnis, wo er... Begräbnis. Weil tot ist. Fuck. Zukunftsfusion? Nee. Nee, ich weiß nicht. Spielen wir einfach mal ihn. Und schauen, ob ich damit was... Nehmst du das? Ich muss... Das ist gar kein Maschinenmonster. Ich muss damit schon was machen. Aqua und Wasser. Ich kann nichts fusionieren. Das ist relativ doof. Und zwar ist es relativ doof, weil es sich wieder nicht wirklich lohnt, den Begrenzer Ferner zu aktivieren. Es lohnt sich nicht. Shit! Es reicht doch nicht. Ich will jetzt Zukunftsfusion. Warum nicht? Und wir holen uns die Langweiler-Karte, nämlich den Gatling-Gewehrdrachen. Ich meine, der Gatling-Gewehrdrache ist immer eher sehr viel unspektakulärer als die Cyberdrachen, aber... In der Regel ist er eigentlich immer die sichere Wahl. Mit dem kann man nicht allzu viel falsch machen. Er hat sich immer als ziemlich zuverlässig und hilfreich herausgestellt, tatsächlich. Oh, nicht der flinke Momonga. Warum habt ihr alle den flinken Momonga im Deck? Okay, weil es zu der Zeit eine absurd gute Karte war. Dem kann ich so weit zustimmen, aber heute ist so fucking nervig. Geh weg, flinker Momonga, ich bin kein Fan von dir. Vor allem habe ich in meinem Deck halt auch überhaupt nichts, das im Entferntesten wirklich, gut gegen den Flink-Momonga ankommen könnte. Ja, nichts gegen ihn machen. Der ist ziemlich, man könnte fast sagen, er ist sehr effektiv gegen mich. Oh, der schnelle Vogelmann Joe. Hey Joe, was machst du hier? Fucking Joe. Warum heißt der Joe? Warum war jemand der Meinung, dass man ihn Joe nennen sollte? Er sieht nicht aus wie ein Joe. Warum sollte er Joe heißen? Ist doch dumm. Hör auf, ihn Joe zu nennen. Fuck. Ah, ich wollte gerade sagen, was hast du jetzt vorzumachen? Aber diese Karte zerstören ist jetzt relativ unnötig, aber ist okay. Kannst du durchaus gerne mal machen, Zane. Ich bin relativ stolz auf Zane, dass er aktuell wirklich... Ich glaube, er gibt sich aktuell wirklich Mühe. Was ich ihm in letzter Zeit so gesagt habe, hat er sich wohl zu Herzen genommen. Und er scheint sich aktuell wirklich Mühe zu geben, nichts falsch zu machen. Was dafür sorgt, dass er sehr, sehr, sagen wir mal, er spielt sehr vorsichtig und eher ein bisschen langweilig. Er macht nicht allzu viel, aber er will wirklich keinen Fehler machen. Und das ist eine Sache, die ich doch durchaus zu schätzen weiß, tatsächlich. So,
Ja, ich sage, ich spiele auch den Cyber-Proto-Drachen. Dann entfernen wir mal ein paar Begrenzungen. Bevor wir das machen, könnte ich aber... Ja, wir aktivieren Side-Effekt, der ist sicherer. Mit dem anderen Effekt muss ich dann noch meine eigenen Monster zerstören. Das wäre relativ unangenehm. Das ist doch eh noch ein flinker Momonga. Oh, der ist down. Wundervoll. Dreimal Kopf. Den Weggrenze entferner. Verdoppelt die Angriffspunkte von allen. Ah, absolut majestätisch. So, dann greifen wir mit... Keine Ahnung. Versuchen wir ihm so viel Schaden wie möglich zuzufügen. Greifen wir zuerst mit ihm an, mit 4600 Angriffspunkten. Und danach mit dem Gatling-Gewehr-Drachen mit 5200. Damit haben wir ihnen ein gutes Stück mehr als insgesamt Tab abgezogen. Yay, wie gut. Ich weiß, ein wahres Fest der Guthaftigkeit. Fantastisch. Und dieses liebliche Duell haben wir gewonnen. Das bedeutet, uns fehlen jetzt noch 4 Punkte, bis wir zum großen Finale gehen können. Dieses ersten richtigen Turniers. Wo ich mir sicher gewesen bin, dass überhaupt insgesamt das nur aus ein paar Duellen besteht. Aber scheinbar muss man dafür echt viel machen. Und es fehlen nur noch 4 Punkte, Leute! Noch 4 Punkte! Dann haben wir es geschafft. Oh Mann, verloren. Ja, gib mir 3 Punkte, Alter. Noch 4 Stück. Aber wisst ihr was? Ich würde sagen, wer bereit ist, uns diese 4 Punkte zu geben, sehen wir wohl im nächsten Part von Yu-Gi-Oh! GX Tag Force Evolution. Dem Spiel mit der GX, mit Tag Force und der Evolution. Das wird ziemlich majestätisch. Und dann werden wir uns wahrscheinlich zu dem Turnierdingens begeben. Oh mein Gott. Bis zum nächsten Mal. Und gute Nacht.